Ja, wie eh schon in den ganzen letzten Videos erwähnt, aber nochmal für die neuen Zuschauer bei dem Video. Ich darf Zusammenarbeit mit der Firma Springer Kommunal- und Umwelttechnik den Pflugter fuhren in der heurigen Saison testen, schauen, was der kann und euch da in einigen YouTube-Videos präsentieren. Ja, ihr habt jetzt eh schon mittlerweile 5-6 Videos gesehen mit dem Pflug und jetzt eben einmal Härtetest auf einem Forstweg. Schauen wir mal, was er da kann. In dem Weg habe ich schon einmal aufgeschoben und ich habe kein GoPro mitgehabt. Ja, es geht da circa einen Kilometer auf. Oben steht eben eine Seilbahn. Ja, ein bisschen Schnee ist. Schöner Pulverschnee. Schauen wir mal, was er so hergibt. Ja, das Räumbild ist natürlich, so wie es ausschaut, auch auf die Forstwege echt tipptopp. Wir haben ihn ja bis jetzt eigentlich nur auf geraden Asphaltstraßen oder auf Schotterwegen getestet. Aber das ist natürlich noch ganz was anderes. So eine Forststraße im Gebirge, die hat schon ihre Tücken. Aber das werden wir schon hinkriegen. Schnee genug da, schnell genug. Ja, also falls es noch irgendeine Fragen gibt zum Flug, besten in den letzten Videos vorbeischauen oder einfach in die Kommentare schreiben. Ich probiere da immer auf alle bestmöglichst einzugehen. So. Ja, natürlich wieder mit Bade. Gut rollen sich die Front und Heck. Für eine bestmögliche Übersicht oder halt damit ihr euch ein volles Programm präsentieren kann, was da rundum so abgeht. So. Schauen wir mal. Kurven da gleich mal ausschieben. Von da muss der LKW dann rückwärts zur Seilbahn rein.
So, ich hoffe, dann fällt mir jetzt gleich ein Baum auf den Kopf, weil ich dann noch in Holz hocken. Ein Traum, ja. Ja, ja, da ist ein bisschen Schnee. Das ist keine Übermengen, aber hat recht. So, da war nicht gut runtergefallen. Nicht so geil. Ost, da sag ich schieße nachher. Also, Arsch Ost. Ja, da ist das Halbhorn. Schauen, dass ich da. Und weiter. Ja, da vorne steht eben das Halbhorn. Da werden sie noch an den nächsten Tagen Holz abführen, deswegen muss der Weg eigentlich auf. Nicht zu arbeiten noch nachher bei dem Schnee. Fester Moos. Enge Angelegenheit, wie der das da mit der Salper um das Rad hat, das frage ich mich auch.
super Wetter zum Holzhacken, ja. Perfekt. So, machen wir heute wieder. Ah, feste Geogittermauer, da will ich nicht da befolgen. Da will ich eigentlich nicht da befolgen. Aber wäre der ganz schön da hinten noch. Viel mehr kann man aus so einem Forstweg einfach nicht rausholen. Da geht es halt überall senkrecht durch nieder. Ja, gut, dass ich da die hintere GoPro auch mit habe. Dann sehe ich ja das Endresultat. Also, der Flur kann sich echt sehen lassen. Also Platz hat er da halt. Ja, noch haben sie eh nichts gehackt. Ich weiß nicht, wann die da hacken anfangen, aber aufgespannt ist ja die Seilbahn, dann wird es wohl heute oder morgen losgehen. Ja, die Kurven ist schon am eng, die. Die ist schon am eng. So, wo liegt der Holz? Da wird er den ganzen Platz brauchen und da liegt halt Holz, das ist auch nicht so geil. Aber wenn die Seilbahn nur mal gefahren ist, dann kommt der Holz-LKW auch mal.
Ich denke, da wird jetzt jeder Holzhacker aufgehen, hoffentlich. Mehr kann ich da glaube ich nicht mehr tun. Ja, ich glaube, das schaut schon ganz sauber aus. Kann man so lassen. Aber so eine Stunde schneiden, dann kommen wir wieder 2 cm liegen. Das weiß ich. Gleich wieder wie Oberhärte. Nochmal alles durchrahmen. Bin ich jetzt erst 8 Stunden unterwegs am Stück. Und bin immer noch nicht fertig. Ja. Und ich noch 1,5 Stunden Arbeit jetzt nach der Partie. So, aber ich glaube, damit sind wir da auch wieder am Ende. Darf ich bedanken fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder vorbei. Wenn es irgendeine Informationen braucht, einfach in die Kommentare oder bei den letzten Videos. Ja, irgendeine Anregungen, Verbesserungen und so weiter einfach und in die Kommentare. Und dann hätten wir das auch wieder. Ja, ich werde jetzt auch noch 1,5 Stunden Schnee rahmen, aber das müsste jetzt mittlerweile Teil 4 sein von dem heutigen Tag. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht mehr. Deswegen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.